So, jetzt geht's weiter mit dem 25. Teil. Ich hatte jetzt vom Ende des 24. gesagt, dass ich erstmal den Westen ziehen will. Für den Tag erstmal. Um zu gucken, ob da ein NPC-Dorf ist. Also hier ist relativ viel Sumpfgebiet. Damit könnte ich auch relativ leicht an Slimes rankommen, bis ich dann in einer Vollmondnacht hier ausgeleuchtetes Gebiet. Damit hier sonst nichts spawnt. Die spawnen ja auf Höhe 51 bis 69. Da unten ist auch ein Problem, aber das lasse ich da erstmal in Ruhe. Wir müssen mal auf eine Ebene zu finden. Das Kompass habe ich ja auch mit, damit ich wieder zurückfinden kann. Ein Bett habe ich auch jetzt diesmal nicht mitgenommen. Also wenn es Mittag ist, dann muss ich wieder umkehren oder ungefähr, wenn es Mittag ist. Damit ich nicht nachts unterwegs sein muss. Ich kann natürlich auch ein bisschen in den Nachmittag das hinauszögern und vielleicht auf Slimes zu stoßen. Ich bin ja schon einmal auf den Slime gestoßen. Man muss halt einfach mal gucken, ob ich vielleicht mal eine Wüste oder eine Ebene. Weil da können die nämlich nur erscheinen. Wüste oder Ebene. Aber ich will sonst eigentlich auch ein Feature machen, dass man die auch aus Schnee bauen kann. Also in der Schneetreppen bauen kann. Und das dann einfach aus Schneeblöcken dann NPC-Dörfer. Also als Update 1.8.1 würde ich mal vorschlagen. Das ist auch in Tunnen drin. Also ein Schneebiom oder auch ein Tiger. Auch spawnen können oder auch. Oder auch ein Nesabium, also. Tafelbergen. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Oh, das Sand. Aber das ist nur ein Strand. Latsch. Hier ist so eine enge Mauer. Und hier ist ein Ozeanbiom. Hier sehe ich anscheinend keinen wirklichen Erfolg für NPC-Dorfsuche. Also NPC-Dörfer scheinen hier erst nicht in der Nähe zu sein. Jetzt muss ich mal gucken, wo welche sind, weil hier nämlich nur noch ein Ozean erscheint. Da sind Pilze. Hier ist viel sumpfiges Gebiet. Also mein Haus liegt ja auch in einem Sumpfbiom. Wenn man hier die Koordinaten sieht, da Swampland als Biome, so sieht es ja aus, dass ich die wirklich 1.8 spiele, also Vanilla-Version. Die FPS sind auch nicht immer die höchsten, aber es geht zumindest. Also hin läuft ja auch im Hintergrund eine Aufnahme, dass das hier aufgenommen wird, als ich mit diesem Video habe. Und hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen Sand abtragen, vielleicht später um die Pyramide nochmal zu machen. Aber ich glaube, oder vielleicht in diesem Teil schon. Aber ich glaube, hier ist nichts. Hier ist wieder so ein Looped Forest. Aber diesmal möchte ich nochmal so einen Riesenpilz holen. Kann man eigentlich auch als Notunterkünfte nutzen, oder? Solche Riesenpilze, die kann man erzeugen, wenn man einen Pilz mit Knochennähe macht. Auch ganz nett, wie die Pilze sind. Können auch tagsüber Monster spawnen. Weil es hier relativ dunkel ist. Ich bin hier auch schon mal tagsüber auf Creeper gestoßen, allerdings nicht in der Welt, wo ich jetzt, also nicht hier in der Let's Play Welt, sondern
als ich noch woanders schon mal darin gespielt hatte, in Move Forward. Also eigentlich würde ich gerne noch weitere Waldarten oder Baumarten hinzufügen. Also je mehr Baumarten, desto besser farbenfrohe Häuser werden. Also vielleicht mehr so rosane Arten oder mehr so orangene Arten oder braune Arten. Also drei verschiedene Farben, die Häuser sein könnten. Jetzt wird es erstmal auch Zeit zurückzuschwimmen. Das scheint hier auch nicht wirklich viel zu sein. So. Da werde ich vielleicht erstmal noch die Pyramide erstmal den Boden aus Sandstein bauen. Den Sand lasse ich hier erstmal. Ich hätte ja sonst eine andere Sandgrube gehabt. Braunkalk brauche ich auch natürlich. Also schauen wir uns etwa 1 zu 10, um einen Pilz zu droppen. Oder 1 zu 7, sag ich mal. 1 zu 8. 1 zu 7, 1 zu 8. Aber rein zufällig. Jetzt habe ich auch noch ein paar braune Pilze. Aber auf der anderen Seite sah es auch ein bisschen vielversprechend aus. Da war ja ein extrem Wertebiom. Und hier ist hier diese Chunk-Grenze. Aber jetzt bin ich wieder im Heimatbiom. Aber es scheint ja auch relativ durchlöchert zu sein. Also da wo ich lebe, ist es relativ schmal. Das Biom. Das hört dann auch direkt auf. Also die Pyramide steht ja schon wieder auf einem anderen Biom. Und zwar da ist ja eine Ebene, aber also die Pyramide nicht, sondern NPC-Dörfer bin ich ja jetzt am Suchen. Jetzt seit dem letzten Part. Gehe ich jetzt ein bisschen in der Welt herum, um nach NPC-Dörfern zu suchen. Weil ich nämlich Schweine farmen will. Die brauchen Karotten, aber ich habe ja noch keine Karotten. Ich habe mich ja jetzt gewundert, warum das mit dem Weizen mit den Schweinen funktioniert. Die reagiert nicht drauf. Und da hatte ich bei Minecraft Wiki jetzt heute nachgeguckt, und da stand, dass man die mit Karotten füttern muss. Aber da ich noch keine Sitze, muss ich erstmal noch welche holen. Oder hätte ich mein Haus wieder. Und jetzt ich müsste sonst eigentlich auch mal zeigen, wie das jetzt mit dem Weg nachts aussieht. Also ich diesmal vielleicht mal in die Nacht durchlasse und nicht schlafen gehe. Jetzt hier weiter zum Haus schwimmen. Ist da jetzt schon wieder eine Sichtweite. Also hier wird das Biom, oder hier hört es ungefähr auch auf, könnte man sagen. Also hier ist ein relativ großes Sumpfbiom, was sich bis zu meinem Haus erstreckt. Also es erstreckt sich ja ziemlich genau bis zu meinem Haus und da, wo ich mich niedergelassen habe. Mit dem Kompass hier ein Holz abbauen. Ich wäre jetzt eine Axt dabei. Muss ich jetzt mal wieder zwei neue Äxte machen. Also Äxte, die ich brauche, kann ich bei diesem schwarzen Eichen relativ schnell aufgebaut. Jung wieder noch bis hier, also auf jeden Fall das diese Weizenfarben hier, die ist auf jeden Fall auch noch ein Sumpfbiom. Aber hier fängt das mit den Plains an. Also hier ist eine Ebene Biom. Ups, da bin ich gerade die Windows-Taste gekommen. Da komme ich immer ab und zu drauf, aber
kann das auch immer schnell wegklicken. Aber meistens zumindest schnell wegklicken. Mal gucken, dass hier was noch was spawnt. Oh, da ist. Da spawnt ja noch was. Drei Creeper. Hier sieht mich ein Creeper. Mal schnell raus. Nicht, dass der explodiert hier. Jetzt den nächsten Creeper rausholen. Da ist schon wieder ein Creeper. Los, Creeper, komm, komm da. Jetzt macht er. Jetzt greift er mich jetzt an. Ich soll jetzt mal ein bisschen Schießpulver und es ist wieder eine Nacht draußen. Und was haben wir für Mod? Ach, hat mir denn nicht mehr. Da dürfte nicht so viele Slimes spawnen, mein Sumpfbiom. Aber diesmal will ich die Nacht durchbringen lassen. Da war noch ein Zombie. Und da liegt ein Zombie. Da ist der Spawn, der ist weg. Das sind schon verschwundene Zombie. Da ist alles so ausgeleuchtet, aber da spawnen wieder drei Skelette. Hier ist alles richtig schön ausgeleuchtet und da spawnen direkt neben meinem Haus sind drei Skelette gespawnt. Ja, gegen drei Skelette kommt man so einfach an. Mal raus aus dem Wasser. Der lädt da jetzt gleich den Mieter nicht mehr an. Ich habe schon wieder ein paar Pfeile, aber die Eisenrüstung ist noch relativ gut drauf. Bei den Endermänner. Na. Kann ich gleich noch ein paar mehr Beleuchtung hier platzieren. Und ums Haus. Wie sieht's denn hier aus? Da sieht hier der beleuchtete Weg. Kann man hier nicht hundertprozentig erkennen, aber vielleicht hier oben besser. Hier sieht man den beleuchteten Weg ein bisschen besser. Und diese Nacht würde ich mal draußen verbringen und nicht schlafen. Skelett. Man so gar nicht dran. Was ist da denn jetzt runter? Steinschwert, da brauche ich anscheinend Bogen und Pfeil. Wo habe ich den Bogen? Wir haben Pfeile und hier ist noch ein Bogen. Ich schmeiß schon wieder Pfeile weg. Zack, so kann ich das Skelett töten. Da braucht man auch, da brauchte ich das jetzt auch. Lava, die können sie eigentlich für Abwehr nutzen. Eins würde ich dann. Spinne hier. Spinnenaugen so können wir gebrauchen. Nein.
bringen. Gunpowder sammeln. Ist auf Spawngebiet. Irgendwo nachts ist hier direkt an mein Haus nicht so viele Monster. Oh, da sind drei Creeper gespawnt. So, nächsten Creeper beseitigen. Oh, wie viele Creeper hier sind. Das ist doch die taktisch klügste Variante, Creeper zu jagen. Ohne dass sie explodieren. Ich könnte sonst einfach mal ein spawnt hier vielleicht mal ein Slime. Die Nacht ist ja schon wieder fast rum. Oh, was ist das denn? Ein kleiner Slime. Den packe ich mal ein bisschen mal. Dann tue ich mal in mein Haus rein, das Haus hier. So ein kleiner Slime hier. Dafür kann man einen kleinen Slime hier mal packen. Komm doch her, kleiner Slime. Den werde ich jetzt hier nicht töten, sondern als Haustier halten. So. Oder ich lasse ihn noch hier unten. Ein kleiner Slime. Nein, soll nicht weg. Vielleicht sonst noch ein Slime spawnen. Hier im Sumpf. Nee, der war plötzlich hier im Wasser drin. Hier ist sonst nix. Ein Klein. Der sorgt schon wieder zwei. Tagsüber. Jetzt ist wieder Tag. Gucken, ob hier noch ein paar Creeper aktiviert sind, aber ich glaube, das hat man jetzt ein bisschen neutralisiert. Dass die Creeper nicht mehr so in die Hölle gehe ich erstmal nicht. Ich bin hier hingegangen. Ach, da drunter ist der. Ein kleiner Slime. Ein kleiner Slime. Da muss ich ein bisschen hier ein Glasgehäuse bauen, habe ich die Glas, ja, hier ist Glas.
Ein Glasgehäuse und dann noch eine Tür. Wahrscheinlich nicht, muss ich wahrscheinlich alles craften. Geht doch eigentlich relativ schnell eigentlich zu craften. Alles hier wegschmeißen. Wir nehmen an ein. Wie so ein Gehege für die, dass da ein kleiner Slime rein kann. Jetzt mal dieses Slime da rein. Wenn ich den da drin habe, werde ich den Part beenden. Da ich jetzt schon wieder 41 Minuten Aufnahmen habe. Jetzt mal der Slime hier hoch. Geh da erstmal rein. Geh da rein. Slime, geh da rein. Geh da rein, Slime. Hier, geh da rein, Slime. Los, Slime, geh da rein. Geh da rein. So, und jetzt ist der Slime da drin, ne? Und damit werde ich den Part beenden. Liken, teilen, abonnieren.